Und Olli und ich sind als erstes in die Retro Games Area gegangen. War echt cool, da war so ein Aladdin-Spiel, da war so Weltraumspiel, also sowas nochmal und dann auch mit Joystick. Überlegt mal, wie lange es her ist, dass man mit Joystick gespielt hat. War nochmal ein ganz anderes Gefühl. Aber mega, wie ich finde. Also es war echt nochmal cool, echt nochmal mit dem Joystick zu spielen. Also das hat irgendwie nochmal so was Nostalgisches für mich jedenfalls. Ich glaube auch für Oliver was hervorgebracht. Also das war echt cool. Und dann sind wir sehr, sehr viel herumgelaufen. Am ersten Tag, wie gesagt, wir waren ja nur Mittwoch und Donnerstag auf der Gamescom, Freitag und Samstag nicht. Natürlich wollte ich meine, man kann sagen, ich muss jetzt mal eben trotzdem rechnen, meine drei Spiele auf jeden Fall spielen. F1 2018 stand da jetzt nicht drauf, zu dem Zeitpunkt, ich habe es schon. Und ein Let's Play ist natürlich in Planung karrieremäßig, weil ihr auch dafür gestimmt habt. Deswegen muss ich mal eben auf diesen Punkt hier kurz eingehen. Und ja, also so viel jetzt erstmal dazu. Wo war ich jetzt? Warte, wo war ich jetzt? Ich habe gesagt, weil ich da gerade was gelesen habe, deswegen bin ich gerade kurz irritiert. Gamescom unterwegs. Ah ja, genau, meine drei Spiele. Abgesehen von F1 2018 wollte ich natürlich FIFA 19, Shadow of the Tomb Raider und natürlich Life is Strange 2 spielen. Jedoch konnte ich nur zwei der drei Spiele spielen, eines nicht. Und das ist das Spiel, welches nicht am spätesten kommt und nicht als erstes kommt. Doch, nee, warte, jetzt muss ich von den drei spielen. Leute, ich bin gerade von F1 2018 ausgegangen. Von den drei Spielen habe ich das Spiel gespielt, was als erstes rauskommt und als letztes rauskommt. Die Mitte habe ich nur nicht gespielt. Ja, doch, ist richtig, genau. Als erstes haben Oliver und ich nämlich FIFA gespielt und mega. Also es ist schwieriger geworden mit dem Laufen auf jeden Fall, haben wir beide festgestellt. Was aber gleichzeitig eine echt coole Herausforderung ist, natürlich das zu lösen, das Problem, sag ich mal, um halt selbst damit klarzukommen. Und das hatte auf jeden Fall echt was. Und wir haben insgesamt in den zwei Tagen, lasst mich nicht lügen, war das jetzt dreimal oder viermal gespielt? Ich muss mal eben kurz rechnen. Einmal, zweimal, ich glaube dreimal. Und von den drei Spielen haben wir das erste unentschieden gespielt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr mit welchen Teams. Und danach habe ich zweimal gewonnen. Ja. Also so viel auch erstmal wieder dazu. Ja. Aber FIFA an sich, Hammer. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung von The Journey, wo man ja jetzt ja auch drei Charaktere steuert. Das war ja auch schon so beim letzten FIFA so, dass man halt kurze Zeit mit Danny Williams und auch mit der Halbschwester ja von Alexander, ich komme gerade nicht mehr auf ihren Namen, muss ich zugeben, aber jedenfalls hat man mit allen dreien irgendwie den gleichen fast Anteil, mit denen man spielt. Obwohl es natürlich in erster Linie um Alexander geht, aber finde ich ganz cool. Viele kritisieren ja jetzt den Punkt mit der Frauennationalmannschaft. Also dass so das Thema jetzt ja so Frauenfußball, das damit drin ist. Ich finde, das ist kein Kritikpunkt. Ich finde das echt cool, dass EA sich gesagt hat, so, wir wollen das damit einbauen. Klar, man spricht immer auch so natürlich so von Feminismus. Und so von wegen, ja, die Frauen sollen ja auch berücksichtigt werden in manchen Gebieten oder Bereichen auf der Welt, sag ich mal, ist es ja schon mittlerweile so, dass Frauen gewisse Sachen dürfen und Männer nicht, was früher zum Beispiel andersrum war. Aber das ist jetzt ein vollkommen anderes Thema, welches ich jetzt nicht einschlagen möchte. Können wir aber gerne, wenn ihr wollt, in der nächsten Aufnahme ist ja schon mal gerne sprechen. Jedenfalls, und ich finde es gut, dass man das damit einbaut, jedenfalls.
weil es gibt Frauenfußball, dann soll man das Thema auch damit einbauen und gut ist. Ein Spiel hat man ja mal mit ihr gespielt in FIFA 18. Das war ja irgendwie zu so einer Länderspielpause, wo Alexander verletzt war und wo er dann ja auch seiner Schwester irgendwie Unterstützung gibt. Ich bin mal gespannt, wie auf jeden Fall die Geschichte bei FIFA 19 aussehen wird, bei The Journey und was EA hat sich da einfallen lassen. So, und das letzte Spiel natürlich, was ich demzufolge gespielt habe, Life is Strange. Ich freue mich mega auf Life is Strange. Und ich habe gerade gelogen, ich habe die letzten, von der Veröffentlichung her, habe ich nicht 1, 2, 1 und 3, sondern 2 und 3 vom Datum der Veröffentlichung gespielt. Denn Shadow of the Tomb Raider, das war so eine lange Schlange, ey, oh. Und meine Beine taten auch echt zwischendurch weh, müsst ihr wissen. Also, das ist schon einer zu hoch, Daniel. So, warte mal, weil das hier. Bin ja nicht blöd. Dann. So ist richtig. So, boah, ich hasse Kies. Nee, jedenfalls. Nee, aber ich habe halt auch Life is Strange gespielt. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich freue mich mega. Und da möchte ich natürlich auch noch Infos loswerden, wie das ablaufen wird natürlich mit dem Let's Play. Denn, wie es nämlich so aussieht, von den Projekten, die ich ja geplant habe. Ich kann ja sonst jetzt nochmal live kurz gucken. Sieht es nämlich aktuell wie folgt aus. Ich muss erstmal eben das Video suchen auf meinem Handy. Infovideo. Ihr entscheidet mit Umfrage. Haben 13 von euch aufgerufen. So, und aktuell sieht es nämlich wie folgt aus. Life is Strange 2, 100%. So, bei Shadow of the Tomb Raider sind 67% für euch da für ein Let's Play, 33% nicht. Okay. Bei FIFA 18 sind 75% für eine Karriere und 25% nicht. Und FIFA 18 Karriere vor allem, Daniel. F1, so. Und bei FIFA sind es sogar 100 wie bei Life is Strange. Also, Life is Strange und FIFA kommt auf jeden Fall. Und F1 und Shadow of the Tomb Raider sollen beides eigentlich auch kommen. Ich schau mal, ob sich irgendwie anhand der Umfrage da noch was verändert. Weil wenn ihr jetzt wirklich sagen solltet, Daniel, das bist nicht du, mach es nicht. Ich würde es dann natürlich privat spielen. Ich werde mir so oder so die Spiele holen. Gerade natürlich auch Shadow of the Tomb Raider, weil ich habe, beziehungsweise ich Let's Player, gibt es zwar aktuell Tomb Raider, welches ja aber auch schon fast abgeschlossen ist. Heute ist erstmal nur Minecraft Lost mit der Aufnahme dran. Vielleicht noch kleinere Videos. Morgen erst am Dienstag für mich. So gesehen, zeitlich gesehen. Denke ich, wird meine letzte Aufnahmesession zu Tomb Raider sein. Jedenfalls würde ich halt sehr, sehr gerne mit Shadow of the Tomb Raider weitermachen. Rise of the Tomb Raider spiele ich ja zurzeit eher privat. Was heißt eher, ich spiele es privat. Und ich liebe diese Story, ich liebe es, ich liebe dieses Gameplay, diese Futures, die man hat und was das Spiel alles mit sich bringt. Das ist so ein großes Spiel, wie ich finde. Also da hat Square Enix echt, wow, einfach nur wow. Und dann auch noch Square Enix mit Life is Strange, wo ich ja jetzt natürlich auch noch drauf eingehen will.